Was versteht man unter Marktversagen? Was sind externe Effekte? Externe Effekte werden im Zusammenhang mit Marktversagen besprochen. Daher möchte ich diesen Begriff kurz definieren. Marktversagen ist eine Situation, in der der Marktmechanismus, also die Preisfestsetzung über Angebot und Nachfrage, nicht mehr funktioniert und es dem Markt nicht mehr gelingt, die Ressourcen effizient zu verteilen. In solchen Situationen ist das Eingreifen des Staates in den Markt plausibel. Heute besprechen wir einen möglichen Grund für Marktversagen näher, nämlich die externen Effekte. Externe Effekte werden auch Externalitäten genannt. Unter externen Effekten versteht man die ökonomischen Auswirkungen einer Person auf die Wohlfahrt eines unbeteiligten anderen, für die niemand bezahlt oder einen Ausgleich erhält. Ist der Effekt begünstigend, spricht man von einem positiven externen Effekt. Zum Beispiel profitiert ein Apfelbauer von den Bienen des benachbarten Imkers, da die Bienen seine Apfelbäume bestäuben. Oder auch die Bildung verursacht positive externe Effekte, indem zum Beispiel eine bessere gebildete Gesellschaft eine bessere Regierung hat, dass da die Wähler besser informiert sind. Oder dass die Beschäftigten einen höheren Lohn erzielen oder die Entwicklung und Verbreitung von technischen Neuerungen gefördert wird. Ein anderes Beispiel wäre die Forschung. Durch kostenintensive Forschung und deren Ergebnisse profitieren auch andere mit, obwohl diese nichts dafür bezahlen müssen. Ist der Effekt schädigend, spricht man von einem negativen externen Effekt. Diese stehen eher im Vordergrund. Klassische Beispiele betreffen den Umweltschutz. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen im Rahmen der Produktion eines Gutes Umweltverschmutzung verursacht, es werden zum Beispiel Abwässer oder Abgase emittiert oder wenn ein Unternehmen Lärm verursacht, entstehen volkswirtschaftliche Kosten. Die Flüsse müssen zum Beispiel gesäubert werden oder betroffene Menschen müssen ärztlich behandelt werden. Es verhält sich jetzt nun jedoch so, dass diese Kosten aber nicht dem Produkt als Kosten angerechnet werden. Der Verursacher muss also gar nicht für diese volkswirtschaftlichen Kosten, die danach entstehen, bezahlen. Das heißt zum Beispiel, dass das Unternehmen das Klärschlamm in einen Fluss leitet, nicht die Arztrechnung und nicht die Flussrechnung bezahlen muss als Verursacher. Somit setzt man am Markt ein vollkommen falsches Signal. Die Wirkung ist die Verzerrung von Informationen über Werte, Kosten und Nutzen, die sich ja im Preis des Produktes widerspiegeln. Es tritt in Folge eine Fehlallokation ein. Betrachten wir hierzu grafisch ein allgemeines Marktmodell. Sie sehen hier die Nachfragekurve, die den Wert des Gutes für den Käufer widerspiegelt, und die Angebotskurve, die die Kosten für die Produktion aufzeigen. Wo sich beide, also Angebot und Nachfrage, treffen, ist das Marktgleichgewicht. Dieses Marktgleichgewicht ist jedoch entstanden, ohne die Kosten für diese negativen externen Effekte zu berücksichtigen. Würde man diese aber nun in dem Produkt zurechnen, wären die Kosten höher, da ja die Kosten der negativen externen Effekte den Produktionskosten dazu addiert würden. Grafisch bedeutet die Erhöhung der Kosten eine parallele Linksverschiebung der Angebotskurve und ein neues Gleichgewicht. Und Sie sehen, die neue optimierte Gleichgewichtsmenge ist niedriger und der neue optimierte Gleichgewichtspreis ist höher. Was kann man nun gegen diese negativen externen Effekte unternehmen? Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowohl private als auch staatliche. Privat könnte es so ausschauen, dass sich die Unternehmen aus eigener moralischer Motivation dazu verpflichten, den Produktionsprozess so umzugestalten, um keinen oder weniger Schadstoffe zu emittieren. Nach dem Coase-Theorem könnten die privaten Akteure, also das Unternehmen und die Nachbarn oder die Stadtverwaltung, auch das Problem lösen, wenn beide Parteien eine Übereinkunft erzielen könnten, die jeden besser stellt und ein effizientes Resultat bilden. Leider scheitern jedoch diese privaten Entscheidungsträger oft an einer Übereinkunft aufgrund der hohen Transaktionskosten, also zum Beispiel die Kosten für Anwälte. Dem Staat hingegen stehen nun weitere Möglichkeiten zur Verfügung, auf Externalitäten zu reagieren. Er könnte mal Maßnahmen von Befehl und Kontrolle ausführen. Das heißt, der Staat könnte zum Beispiel verbieten, giftige
Chemikalien ins Wasser zu leiten, so das Verhalten von Marktteilnehmern beeinflussen. Trotz umweltpolitischer Ziele ist es jedoch unmöglich, jegliche Aktivität mit negativen externen Effekten zu verbieten, denn sogar der Gütertransport mit Pferden würde eine gewisse Verschmutzung bedingen. Der Staat kann neben diesen Geh- und Verboten aber auch marktbasierte politische Maßnahmen ergreifen. Eine Möglichkeit wäre es, diese zusätzlichen volkswirtschaftlichen Kosten der negativen externen Effekte mit Hilfe einer Steuer in den Preisen einzurechnen. Man spricht hier von der Pigou-Steuer nach ihrem Erfinder Arthur Pigou aus dem 19. Jahrhundert, der ein früher Verfechter ihres Einsatzes war. Man muss hierzu das Ausmaß der Kosten erheben und dann in diesem Ausmaß die Steuer vorschreiben. Somit spiegelt der höhere Preis die tatsächlichen Kosten und Nutzen des Produktes wider und der Staat erhält nebenbei Steuereinnahmen, die aber zweckgebunden im Sinne der Umweltpolitik eingesetzt werden. Zusätzlich dazu gibt die Pigou-Steuer den Unternehmen wirtschaftlich kalkulierbare Anreize zur Minderung der Umweltbelastung. Je höher die Steuer angesetzt ist, umso mehr wird zum Beispiel ein Unternehmen, das giftigen Schlamm in den Fluss leitet, die Verschmutzung senken. Man sagt von so einer Steuer, sie internalisiere die externen Effekte, da sie Käufer und Verkäufer am Markt den Anreiz vermittelt, die externen Effekte ihrer Aktivitäten mit zu berücksichtigen. Eine dritte Möglichkeit, die dem Staat abschließend zur Verfügung steht, wäre der Verkauf von Umweltzertifikaten. Hier bezahlen die Unternehmen für ihre Umweltverschmutzung und somit setzen sie auch hier Preise und Kosten für ihre Verschmutzung an.